Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start und der Kuro. Ja, hi. Wir sind in einer ganz speziellen Folge, wie man den Namen schon Let's Test Flutter 3er erkennen kann. Ist das eine ganz spezielle Teil Folge? Teil 1, genau. Wir haben uns letzten Abend ein bisschen umgeforscht, was ist so eigentlich so ein Indie-Games gibt und hast nicht gesehen, wir sind auf ein paar sehr interessante Familienspiele getroffen. Wir haben bei Familienspielen gibt's die immer ganz schön. Wir drücken jetzt mal Start. Wir wissen selber jetzt nicht, was so alles erwartet. Avalanche Dungeon. Ja, das sind alles Demos. New Game. Eric, 1 year after the defeat of the Mad Elf, in the first chapter of Avalanche Dungeons, another Demon Lord emerged from the shadows and launch an attack on the Moon's village. Eric, a young farmer, is the last survivor. War klar, ein Farmer. Weil die immer am stärksten sind. Irgendwie sind jede Farmer immer die mächtigsten Leute. Ja, Avils Map. Wir gehen hier durch. Alles zerstört. Verbrannt. Oh. Wir gehen. Jetzt hab ich X genommen, scheiße. Ja. Oh, siehst du, wir haben schönen See gefunden. Was ist denn hier? Wollen wir reingehen? Ja. Wir gehen rein. Warum nicht? You find a magic wand on the table. Was ist denn mit einer magischen Wand? First weapon equipped. Nein, oh yeah. Ein Zauberstab. Oh oh. Oh oh. Suddenly the door opens. Oh oh. Oh mein Gott! Was ist das denn? Danger. Hell imagine, where's my magic wand? Die, thief. Komm, wir gehen hier direkt mit das, was wir haben. You don't have time to use a weapon. Choose a fast attack next time. Okay. You have died. Okay. Bla bla bla. Eric Chapter. Das war ja voll unnötig. So, nochmal die Scheiße hier. Dann am besten einfach mal punchen. Einfach punchen, Alter. Punch. Yeah, victory! Bitch slap. Open the door. Help. You open it. Das ist sehr schön. Oh mein Gott! Ehrlich? Leave her alone, excited the house. Ich wüsste einiges anderes mit ihr anzustellen. Okay, wir befreien sie mal. Thanks, human. This is the first time I've spoken to a species. Usually I just kill him. Das ist sehr, sehr beruhigend. The fairy flies away before you can say anything. A fairy, eine kleine Fee, die tötet normalerweise Menschen. Feenstaub oder was? You leave the witch's house and continue. Ja, aus, ne? Ja, irgendwie schon. Deep into the forest. Ja, war's schon? Das. Oh shit, war. 240 MSP to experience an epic and sexy adventure. Chapter 2. Ich drücke A. Kann man jetzt kaufen, ne? Ich würde aber gerne wissen, was auf der anderen Richtung noch geht. Wir wollen jetzt gar nicht wissen, wie viel das ist. Wir gehen mal jetzt den anderen Weg. Der Eric hier, ne? Würde ich sagen. Ja. Und gehen wir mal hier lang. Oh! Oh! Punch. Danger! A forest fairy appears. It's forbidden to enter my territory. Prepare to die. Spielt ihr auch Dark Souls? Punch! You have a dagger. Why not use it? Weiß ich's denn? Verdammtes Game. Alter, wenn du da so oft stirbst, ne, dann musst du ja wirklich alles überlegen. Echt mal, Alter, du vor allem kein Quicksave oder sowas? So, a dagger. Aber du musst überlegen, es ist eine Demo. Ja. Okay, wir gehen tiefer rein. Leute, wir kommen schon wieder an diesem Haus raus. So, Punch weiß, ne? Du hättest auch mal Dagger versuchen können, was. Ja, dann muss eine schnelle Attacke. Ich geh aus dem Haus raus. So, das war das. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten, würde ich sagen.
Hier sind wir beim zweiten Don't Die Deadless Dummy. Was? Mhm. Ne? Don't Die Deadless Dummy. For these heißt es also. Press Start. New Game. Nach meinen tollen Zuschauern jetzt benannt. Ja, ihr männlichen kommt alle hier echt auf eure Kosten, wisst ihr das eigentlich? Das weißt du doch noch gar nicht. Well, another summer waste without doing anything worthwhile. How did I turn out to be such a loser? How did I graduate high school without having a single girlfriend? Yeah. Alright, I spent my entire fucking adolescence sitting on the computer playing MMORPGs and surfing on the web all day. College class start tomorrow, so I'd better get my beep straight or I'll wind up a 30-year-old kissless, handholdless virgin. And you know what they say. If you keep your virginity until the day you turn 13 years old, you become a wizard. So do it, want to go around and mercilessly searching, scorching my unsuspecting foes with giant barracks of the fireballs, or do I want to improve myself by confident and get with a nice girl? Ich hab keinen Plan, was er da labert, vor allem weil die Musik viel zu laut ist. Ich höre mich gerade gar nicht so labern, Digga. Ich muss mal gerade ein bisschen leiser machen. Okay, weiter geht's. Screw magic, I want a girlfriend. Go to the computer. Yeah. What are you going to do before bed? We gave my bathroom. You're on your way to drop the kids off at the pool when you notice your sexy self in the mirror and start flexing. Not satisfied with that, you see, you drop down and do 20 push-ups. Ah, that's better. You become motivated to start hitting the gym. Yeah! One strength! Tomorrow will be my first day as a new man. I'm tired of being a loser. Tired of wasting my time in front of a computer and playing games, watching my Chinese cartoons and idioticas, trying to be an indie game developer? Sorry for the Aussprache, I can't kein English. Back when I was a kid, everything was so happy, but now everything is so sad. Time to do something different and stop moping around expecting things to get better. Mann, hör doch mal auf zu labern jetzt, Digga, dass es dir morgen besser geht. Man, all this work just to get chicks? Now that I think about it, don't girls have it a bit too easy? Vor allem Chicks, Alter, mit solcher Motivation, Alter. I mean, in order for a man to be desirable by woman, he has to be fit, be rich, be confident, be funny, be outgoing, have ambitions, have friends, and have interesting hobbies. What does a woman have to do be desirable by man? Not to be fat! If a female shut-in people reach out to you and you thought of as cute and shy, but if you're a male, shut in, you're basically... Fuck it? Arg! I'm a pirat, Alter! Boah, jetzt hör auf zu labern! Nightmare of being shady, realized, class, die kitchen breakfast kacke. Eggs, bacon and ham! Nice meat. Little protein, hey, where are the pancakes? Yeah! God. College campus, blah blah blah. First class being held. Damn, she's cute. Blah blah blah. Why should I help her? Habt ihr es euch durchgelesen? Wenn nicht, drückt auf Pause. Ich will Brüste sehen. Talk to her. Okay. Hi, what? So, das bin ich. Hi, what building are you looking for? The Humanity Hall. Do you know where it is? Oh, yeah! Yeah. What do you mean? Yeah. You have no idea where the Humanity Hall is. You write this and stand there awkwardly trying to come up with something to say. Oh, oops, sorry. Never mind. I don't know where it is after all. Okay, I just keep looking. Thanks anyway. She looks a bit annoyed as you run off to your class.
You get to class and look at for a place to sit down. Damn, that girl looks cute. Should I sit next to her? Stop thinking and just do it. The old me would have take a seat. Ach, ein Seat. Okay, ich habe auch ein Seat. So nicht schlecht. Tucked away in the back. But now's the time to take every opportunity as they come. Let's do this shit. You take a Seat next to the girl. That was the easy part. What are my next moves? There's a couple minutes left before class starts. But should I talk to her now? But what the heck am I supposed to talk about? Do I introduce myself first or what? Would that sea world? Ach du Scheiße, Mann. Man, why do guys always have initiatives everything? Naja, es ist immer scheiße. You turn toward her and introduce yourself. Hi, I'm Chico. Ernsthaft, du stehst auf solche Hochfrisur? Ich wusste, ihr seid krank, meine Freunde. Hi, I'm Leah. Nice to meet you. Have you heard anything about this class? Is the professor hard? Oh, not really. Nobody I know has taken it. Hopeful it's not too bad. Glad I got here in time. Thought the campus map confused the crap out of me. Me too. Fuck! Was it always this easy? I'm so in there. Meine Freunde, was würdet ihr tun? Sag mal, was ist eigentlich das für ein Pfeil, Alter? Ist das ein Tampon oder was? Nein, sieht eher aus wie, keine Ahnung, ein Harpune. Oh mein Gott, wir beschießen sie mit Harpunen! Nimm einfach mal das untere. Ask her what her major. What's your major? Journalism. What about you? I'm undecided. I haven't really figured out what I'm interested in yet. It's okay. You still have a lot of time. Yeah. A few more students walk into the classroom. Leah glanced towards them. Sorry. Sorry, I'll be right back. I have to go check on something. Leah leaves the room and comes back a minute later as the lecture starts. The hour passes by as you can hardly contain your excitement. Yes! Class is almost over. Die Klasse ist vorbei. Der Unterricht ist vorbei, du Affe! Time to continue our conversation from before. I can ask her if she wants to have lunch with me. You sly dog. However, just as the class ends, Leah didn't look. Classroom before you get a chance to say anything. Guess she's in a hurry or something. You thought it out through the rest of your classes like a camp. Champ. College ain't so bad. Oh! Es ist vorbei. So ein Scheiß. Also, das ist echt enttäuschend. Da wollen wir nicht mitspielen. Gut, dann ist das jetzt mit diesem Indie-Game. Kommen wir gleich zum dritten und letzten für diese Episode. Bis gleich! Und zum dritten Spiel, was für uns Gamer allesamt sehr, sehr wichtig ist. Perwald, Schnauze! How to get a girlfriend! Weil, wie ihr ja in meinem Faktenvideo wisst, habe ich ja bis jetzt nur eine Freundin gehabt. Deswegen war dieses Spiel ein absolutes Muss für mich. Und wir drücken jetzt Start und gucken mal, was uns erwartet. Find out, ja, würde ich sagen, ne? You see a cute girl sitting alone in the bar, texting on her phone, looking pretty bored. You want to strike up a conversation with her. What do you do? A. Just give up and get drunk. You're already at a bar. Buy her a drink. Act really thirsty so that she buy you a drink. Achso, sie wollen mir einen Drink kaufen. Put your arm around her. Ich würde sagen, ich kaufe mir einen Drink, ne? Ja. Ich sagen? Correct! Buying a girl a drink is the almost basic way of breaking the ice. Girls love... Ja, Chico will nur spielen. Girls love free drinks, and the fact that you bought your one for her shows that you're interested without being too forward at the same time. Liebe Chicas da draußen, die das jetzt gerade auch mitgucken, ihr könnt ja mal in den Comments schreiben, was ihr jetzt davon alles so korrekt fandet, was ich jetzt so angebe und hast nicht gesehen. Push A to continue.
You see a hot girl dancing and you want to win her over, but you're not very good dancer. What do? Teach her how to Dougie? Tell her that dancing is lame for loser? Just be act confidently and do your best with the moves you have? Learn how to dance! Also ich sehe sie jetzt gerade tanzen. Wäre total bescheuert, wenn ich jetzt irgendwo hinlaufe und tanzen lerne, weil sowieso wahrscheinlich gerade ziemlich spät Abend ist. Und das macht keinen Sinn. Ich würde sagen, ich tue was Besseres, was ich mit den Moves drauf habe, was ich habe. Ja. Aber das hat sich nicht gut angehört. Incorrect. Learning how to dance is vital. Girls love guys who have smooth moves. Also das bringt mir das dann, wenn ich jetzt erst lerne, wie man tanzt, während sie schon an der Tanzfläche ist und man tanzen ist. Das macht keinen Sinn. Okay, ja. You have a crush on a girl, but she just thinks of you as a good friend. What do you do? Start acting distant towards her, hang out with her more, hit on her best friend to make her jealous, keep acting the same and hope that she comes around. Also, Distanz würde ich jetzt nicht machen. Hit on her? Ach, ich soll ihre beste Freundin schlagen oder sowas. Ich soll irgendwie mich mit ihrer besten Freundin gut stellen oder so. Hang out with her more, oder? Keine Ahnung. Was meinst du? Ich soll keep acting the same and hope that she comes around. Ich soll irgendwie mal das gleiche machen wie sie und hoffen, dass sie dann irgendwie das an mir entwickelt. Ich soll eigentlich schon eher mehr rum oder so. Ich hänge jetzt mit ihr mehr rum. Das ist auch incorrect. Start acting distance towards her. Bist du bescheuert? Nur weil sie... Ey, wir sind beste Freunde. Ja, ich möchte was von dir haben. Ich möchte aber nicht. Okay, dann mag ich dich jetzt nicht mehr. Oder wie war das jetzt gemeint? Kann auch sein, dass ich mich jetzt einfach verlesen habe. Aber gut, okay. You've been talking to a girl for a while and it's been doing pretty well. She's laughing at your jokes and acting friendly. You want to ask her out, but you're not sure what you would to do your first day. Do for your first day. Which should I do? You do. Go to the movies, das bringt ja nichts. Ne? Ist ja immer dunkel, dann kann man sich ja nicht unterhalten. Go ice skating. Nee, weiß ich nicht. Das ist irgendwie total bescheuert, weil, ja, es sind halt viele andere Leute. Man ist die ganze Zeit da nur am Drehen und ist laut und sowas. Man kann sich halt nicht unterhalten. Man will ja die Person kennenlernen, ne? Ja. Go out for coffee. Ja. Go to a carnival. Da verkleidet man sich, das bringt. Ich nehme jetzt mal Kaffee. Durch. Und ich glaube, du hast verloren. Okay, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war die erste Episode von What the Fuck, Flotte 3, keine Ahnung. Vor allem, ich kann nichts anderes machen, außer das jetzt dringend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt alles in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen es auch im zweiten Part, in der zweiten Folge von sowas. Ansonsten, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss!